Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Wir machen heute weiter mit der nächsten Mission. Auch wie gesagt, die Parts sind jetzt ein bisschen kürzer. Ich muss jetzt ein bisschen was vorbereiten in den nächsten Wochen. Ja, auch bei den anderen Let's Plays werden die Parts kürzer. Außer bei GTA 5, da sind wir nämlich durch. Oder beziehungsweise ich bin da durch mit dem Spiel. Gott sei Dank, endlich, endlich, endlich. So, aber jetzt erstmal zurück zu Mafia 3 und dem nächsten Teil. Wir sollen Gastons Vollstrecker erledigen, nämlich Lester Terriot, so heißt der Kollege. Mal gucken, wie viele Freunde und Feinde der so um sich drumherum hat. Einige, okay. Na, gucken wir mal, was wir hinkriegen. Ja. Ah, ist er tot. Das ist einfach mein Ziel. Ich finde dich, du Schwuchtel. Ah, komm her. Und oh mein Gott. Der nächste. Lauf! Komm her. Hier liegt eine Leiche. Ja, und? Ja, lauf! Lauf! Wir haben einen Killer unter uns. Sie muss sich so töten. Ich würde den Laden gerne. Komm doch her, ist der gleiche Weg. Ich sehe ihn! Du wirst niemanden mehr alarmieren, Kollege. Scheiße! Ich lade nach! Ja, wo ist denn der? Komm ja, her. Das gefällt. So, erledigt. So, einmal aufgeräumt. So, oh, lecker Pizza. So, und dann machen wir kurz mal eben hier aus dem Laden ein bisschen Kleinholz. Wo denn denn? Oh, hier ist einiges im Aufräumen. Oh, das kriegen wir schon hin. Der erste Schaden ist da. Es sind einige. Wait, 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 wait. Was auch immer der gerade angezündet hat. Warte mal, ist nochmal nass. Das kriegen wir doch wahrscheinlich hin. Warte mal, ich muss mal ein bisschen in Deckung gehen. Bis mir der ganze Laden hier um die Ohren fliegt. Das meinte ich, das war die Panzerung. So. Nehmen die Kohle komplett mit. Zack, zack, zack. Und lesen die Notiz vor allen Dingen noch. Ja, der verdammte Hippie läuft wieder hier rum und versucht, sie sein Gras zu verkaufen. Die Jungs werden ihnen ganz, ganz deutlich machen, dass niemand seine beschissene Drogen in meinem Revier fangen kann. Doch. Hier wird gar nichts mehr verhökert. Die Drogen sind nämlich weg. So. Und ach, jetzt du jetzt gerade sagst. Warte mal, hier ist so. Oh, hier ist auch noch eine Notiz, oder ist das dieselbe? Ah, ne, ja, ist dieselbe, okay. Gut, dann haben wir das auch soweit. Dann haben wir die Ecke nämlich gerade mal ausgearbeitet hier. Ich brauche die für die kugelsichere Weste. Ich habe nämlich nur noch knapp die Hälfte nach der Explosion. Vor allen Dingen haben wir das ganz ohne Hilfe hinbekommen. Puh, keine Ahnung, was ich gegessen habe. Aber danach war mir kotzübel. Ja, gut. Gut. Lieber raus. Ja, tu das mal. Hier haben wir
sind wir. Ich treffe mich mit ein paar Freunden im Crown and King. Regnet das etwa schon wieder? Sorry, ich wollte euch eigentlich gar nicht stören. So. Gut. Der nächste Teil. Ist hier. Jetzt bleiben auch nur noch 6000 Schaden. Also es ist nicht mehr so mega viel, ne? Wir haben schon fast alles weggearbeitet. Komplett. So. So heftig geworden ist. Jemand erschießt jemand anderen wegen Gras. Oder selten. Aber dieser Opium-Scheiß. Ich weiß nicht, was Lou sich dabei denkt. Ich meine, wir geben mehr Geld aus, um die Bullen bei Laune und die Leichen aus den Schlagzeilen rauszuhalten, als wir überhaupt verdienen. Bingo, verdammt! Der Penner ist hier! Vermutest du jetzt gleich von der Seite kommt, da. Hab ihn. Er ist tot. Wie soll man herkommen? Seine Drogengeschäfte auf. Wir bekommen tonnenweise Zeug per Boot. Ich verrate euch wo. Dein Arsch gehört jetzt mir. Nehmen wir den mal mit. So, und jetzt mal die Kopfschelle wegkriegen. Ich muss die Bullen im French Ward abschütteln. Tja, erledigt. War was? So, die komplette Kohle nehmen wir mit. Und die Notiz lesen. Oh, von Lou. Dieser verfluchte Jim McCormick mit dem Kollegen, den wir eben gequatscht haben. Schöpfen Spieler hier rum. Ihr Stümper erzählt mir, er sei gekauft. Aber jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, klebt er mir am Hintern. Ich will, dass ihr euch um diesen Schwanzlutscher kümmert. Kapiert! Lu. Gut. Oh, schade, ich dachte, es wäre schon mehr Schaden gewesen. Aber scheinbar waren das nicht so viel. So, dann haben wir die nächste Aufgabe. Das ist nur die Straße runter hier. Das werden wir auf jeden Fall auch machen. Zack, dann nehmen wir uns das Ding jetzt vor. Hier wäre noch eine Dings gewesen.
Rechts, blöder Nigger! Ich will nur die... So, ich wollte nur das Ding mitnehmen. Um mich quasi mal komplett zu heilen. Wir haben schon 10 von diesen... schon 10 von den Sicherungen. Ja, jetzt wollen wir welche ein. Entschuldigung. Wunderbar. Sager Scheiß drauf. Mir doch egal, wer zum Teufel die sind. Jetzt sind die Puppis in unserer Welt. Und ihre Mami ist ganz weit.